Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Feel Beauty Box, die Topseller Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es war halt so, dass das Team von Feel Beauty mich angeschrieben hat und gefragt hat, Mensch Claudi, wollen wir vielleicht zusammen ein Unboxing machen? Das heißt, wir schicken für dich eine Box und wir schicken dir auch noch eine weitere Box, die du verlosen kannst. Hier. Und außerdem kannst du auch noch einen 5-Euro-Code an deine Follower weitergeben für die Box. Klar, ne? Da bin ich auf jeden Fall mit am Start und dementsprechend habe ich zugesagt, habe die Kooperation sehr offensichtlich angenommen und ja, möchte jetzt mit euch zusammen in die Feel Beauty Topseller Box hineinschauen. Ja, Feel Beauty ist ein Online-Shop, wo man super viel sehr hochwertige Produkte bekommt im Bereich Beauty, vor allem Pflege habe ich dort gefunden. Also so Barbour findet man dort. Also halt genau die Marken, dass wenn ich so meine Glossybox auspacke und mir denke, wow, sackteures Produkt, finde ich dort im Online-Shop. Es ist echt krass. Und ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich setze euch den Link dazu in die Infobox, natürlich auch den Link zu der Box, natürlich auch den Code Claudi5. Damit könnt ihr 5 Euro auf die Box, wie gesagt, sparen. Das heißt, die kostet dann nicht 74,90 Euro, sondern dann unter 70 Euro. 69,90 müsste das dann quasi sein. Enthält aber einen Warenwert von 204 Euro. Finde ich ganz schön krass. Ich bin auch sehr gespannt, was da für Produkte so drin sind. Und ja, weil ich habe das Bild natürlich mir angeschaut, aber ich habe nur Barbour gesehen und mir gedacht, okay, ja, sieht gut aus. Genau, okay. Das, ja, Unboxing beginnt einfach mal mit einem kleinen Schreiben, ne, was ich gekriegt habe. Das ist ein handgeschriebenes Kärtchen von dem Feel Beauty Team. Übrigens geht der Code bis zum 1.7. Ne? Liebe Claudia, wir wünschen dir viel Freude mit unserer exklusiven Topseller-Box. Verwöhne dich mit einer vollwertigen Pflegeroutine für ein rundum neues Hautgefühl. Ich habe Zweifel, dass ich danach eine neue Haut habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr, 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 sehr wohlfühlmäßig sein wird. Wir freuen uns auf dein Video und senden dir liebe Grüße nach wo auch immer ich wohne. Dann eine Sonne. Jasmin und das Feel Beauty Team. Und ein Herzchen wurde drauf gemalt. Vielen, vielen Dank, liebe Jasmin. Ich freue mich sehr. Das ist ziemlich cool. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Ne? Wie gesagt, ihr könnt eine Box gewinnen. Alles dazu unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich habe euch auch mal den Instagram-Kanal von Feel Beauty in die Infobox gepackt. Wäre natürlich cool, wenn ihr auch dort mal vorbeischauen würdet. Das ist in so einem Schieber. Und hier hinten steht auch so ein bisschen was drauf. Es ist unsere feste Überzeugung, dass jeder Mensch einzigartig ist und wahre Schönheit erst dann entsteht, wenn man sich in seiner Haut wirklich wohlfühlt. Das stimmt, also Pflege ist auch wirklich die Basis für ein gutes Make-up, sonst sitzt die Foundation natürlich auch nicht gut, ne? Ist klar. Hochwertige Markenkosmetik, luxuriöses Make-up und eine kompetente persönliche Beratung machen Feel Beauty zu deinem Shop in Sachen Beauty und Wellness. Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Das ist ein Zitat von Coco Chanel. Sehr süß auf jeden Fall. Wie gesagt, Link zu dem Shop ist unten in der Infobox. Und jetzt ziehe ich das Ding hier mal auf. Huch, da ist ein Kärtchen drin. Schlafen Sie schön. Sleep Well Pillow Spray. Achso, das ist eine Beschreibung, wie man das Kissenspray anwendet offensichtlich. Aber ich guck gleich mal, das Kissenspray. Finde ich gut, finde ich gut. Hier ist noch ein Kärtchen drin. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Beauty-Topsellern. Herzliche Grüße, Ihr Feel Beauty-Team. Das ist krass. So eine Karte hat anscheinend auch jeder in seiner Topseller-Box mit drin und die ist handgeschrieben. Ne? Und ihr seht, wie wunderschön diese Handschrift ist. Das finde ich krass, krass. Wie gesagt, krass. Und hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box. Das sieht schon mal krass aus. Ne? Also krass ist ein Wort, was, das habe ich auch schon direkt gesagt, als ich dann mit der lieben Jasmin auch geschrieben habe. Ich sage, ohne Witz, es wird bestimmt eine Box voller Wow-Momente für mich werden, weil das einfach so krass ist. Und ja, ich glaube, ich werde nicht enttäuscht. Wir starten jetzt wirklich mal mit dem ersten Produkt. Das ist von Dr. Barbour Lifting Cellular Collagen Booster Cream. 15 ml sind hier drin. Und das ist halt so eine Anti-Aging-Creme. Finde ich sehr genial. Also nicht günstig, ne? Gerade weil es halt auch nicht nur Barbour ist, sondern Dr. Barbour. Das ist ja nochmal dieses, ne, etwas höher Gesichtsgedönsen. Gesichtspflegecreme mit einem multiaktiven Hyaluronsäurekomplex und marinem Kollagen. Ergebnis, ein sichtbar geglätteter und jugendlich wirkender Teint. Finde ich auch sehr geil. Ich finde es auch nicht schlimm, dass wir hier nur 15 ml drin haben und jetzt nicht nur Full Size oder sowas, aber die Box muss ja auch irgendwo bezahlbar sein.
ich habe dann lieber ein paar etwas kleinere Produkte drin, aber dafür halt mehr so zur Auswahl, dass man sich halt so durchprobieren kann. Denn ich bin ja auch ein absoluter Fan von Ausprobieren, von Testen und so. Und deswegen, also ich wollte mir jetzt mal mit euch zusammen auch den Tiegel angucken. Ich weiß nicht, ob der dann auch so aussieht wie der Original-Tiegel, ne? Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, in welchem Adventskalender das war. Da hatten wir doch auch so eine Dr. Barbour-Geschichte drin, die 99 Euro wert war. Es ist einfach immer so krass, ne? Weil das so hochwertig ist. Ne? Und ich habe Barbour als erstes hier rausgenommen, weil es einfach etwas ist, was ich so kenne von der Marke her. Es ist ein Glastiegel mit so einem schönen Aludeckel, würde ich jetzt mal dazu sagen. Ne? Und das ist auch eine sehr hautverträgliche Marke, die man, ja, ich bin 33 Jahre alt. Ich bekomme natürlich auch immer mehr Falten in meinem Leben. Und es ist immer schön, wenn man so ein bisschen das Ganze aufpolstern kann und ich kriege den Deckel nicht auf. Ja, so, drehen, Claudinchen, das ist immer nicht schlecht. Gucken wir uns das mal an. Hat hier noch so ein Deckelchen drauf, ne? Schaut immer so aus. Ja, das riecht einfach nach Pflege, also einfach cremig, angenehm. Ich mag das gerne leiden tatsächlich. Und sieht so aus, ist eine etwas festere Creme natürlich, ne? Aber die ist schön auf der Haut. Mag ich gerne leiden, also die werde ich jetzt auch mal testen, dann seht ihr die auch im Aufgebraucht-Video. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe gerade auch so ein... Es fühlt sich gekühlt an irgendwie jetzt hier auf meiner Hand. Keine Ahnung, fragt mich nicht, ne? Finde ich wirklich cool, dass das Produkt mit drin ist und wird getestet werden. Dann kann ich euch da das ein oder andere noch im Aufgebraucht-Video, wie gesagt, zu erzählen. Weil ich habe jetzt eine Creme, die kurz vorher Exitus ist. Dann kann ich die danach einfach mal verwenden. Finde ich gut. So, dann habe ich hier das nächste Produkt und zwar ist das Ultra Meso Lift Triple Action, eine 24-Stunden-Creme. Okay, auch wieder 15 Milliliter und die ist dann so zum Pumpen. Das ist in so einem Flakon, sieht auch wirklich hübsch aus, also das mag ich gerne leiden. Kann man sich auch nicht beschweren, ne? Die probiere ich jetzt nicht aus, ich wollte jetzt einfach tatsächlich, weil ich sehr neugierig war, die Barbour-Creme mal haptisch ausprobieren, weil ich muss meine Beine überschlagen, keine Ahnung, manchmal habe ich das in meinem Kopf, dass ich das unbedingt muss. Finde ich cool, ne? Also das wird auch seine Anwendung finden. Ach komm, wir testen jetzt hier einfach mal aus, was soll das denn? Oh, das ist eine sehr feste Creme. Guck mal, da ist ein gelbes Würstchen jetzt und die ist wirklich gelb. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die wirklich gelb ist, ne? Das finde ich interessant. Auch die riecht einfach nur cremig. Ja, die würde ich eher als Nachtcreme bezeichnen, weil die sehr reichhaltig zu sein scheint. Aber ich mag den Duft davon auch gerne leiden. Ist einfach cremig. Mag ich, ne? Also das hier als Nachtcreme, die Barbour-Creme als Tagescreme. Schön Lichtschutzfaktor dann über Tag drüber. Mag ich. Nice, spicy. So, dann gehen wir zum nächsten über. Und das ist von Feel Beauty. Das dürfte deine Eigenmarke sein. Das Sleepwell Pillow Spray verwende ich super gerne. Das ist so mit Lavendel. Und Lavendel und ich, wir sind halt große Freunde in unserem Vorbild. Wir haben so viel Lavendel, weil ich es einfach so geil finde. Und 30 Milliliter sind hier drin. Mach es einfach aus Kissen. Liebe ich. Liebe ich einfach gerne und das kommt auf jeden Fall direkt bei mir ins Schlafzimmer. Mega. Also das, ich habe auch gehört, dass manche das auch verwenden für ihre Kinder, dass die Kinder dann quasi besser einschlafen können. Mal gucken. Ne? Also wenn mein Kind, was ja aktuell in meinem Bauch drin ist, nach mir kommt, dann wird es auf jeden Fall helfen. Weil mir hilft Lavendel auf jeden Fall beim Einschlafen. Dann haben wir hier ein Produkt von Decleor drin. Aromessenz. Magnolia Blanc. 4 Milliliter haben wir hier drin. Ein Serum. Okay, das ist ein öliges Serum, was man halt für die Gesichtsmassage auch nehmen kann. Ach Gottchen. Ach Gottchen, du brauchst nur 3 Tröpfchen. Dann wärmst du das in deinen Händen auf. Du kannst es einatmen. Und dann machst du es natürlich vor der Gesichtscreme auf dein Gesicht. Ist hier in so einem kleinen, ne, Pumper mit bei. Und sowas würde ich halt auch eher abends dann verwenden. Über Tag wäre mir das zu reichhaltig, aber das finde ich schön. Mit Geranium, Jasmin mag ich. Ingwer, interessant, das dürfte dann belebend sein. Rose und Pfefferminze, das hört sich sehr interessant an. Ne? Das möchte ausprobiert werden. Cool. Also da haben wir jetzt ein Serum. Da habe ich jetzt hier auch passend zu dem Serum von Decleor eine Light Day Cream mit essentiellen Ölen. 15 Milliliter sind hier auch wieder drin. Das soll hydratisieren und Antidull, also so beleben halt, ne?
Das schaut dann einmal so aus. Und das ist eigentlich ganz witzig, ne? Weil das irgendwie sich viel leichter anfühlt als die anderen beiden, die ich gerade in meinen Händen gehalten habe, weil es halt auch ein Tübchen ist. Das schaut jetzt so einmal aus. Und wie gesagt, hier auch wieder 15 Milliliter drin enthalten und die wird dann wirklich etwas leichter von der Konsistenz sein. Das finde ich schön, ne? Und das dann in Kombination miteinander. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Nicht schlecht. Was natürlich auch super wichtig ist, ist eine Handcreme. Denn du kannst dein Gesicht natürlich immer schön pflegen und da immer gegen den vorzeitigen Alterungsprozess ein bisschen wirken, ne? Indem du da Lichtschutzfaktor und so weiter verwendest. Das Problem ist nur, wenn man dann irgendwann so macht im Alter und man einfach vergessen hat, seine Hände mitzupflegen, dann ist das ein bisschen ärgerlich, ne? Und ich persönlich finde, dass meine Hände auch deutlich älter aussehen als mein Gesicht zum Beispiel, weil ich da halt nie wirklich drauf geachtet habe, große Handcreme oder sowas zu verwenden, ne? Mache ich mittlerweile regelmäßig und hier ist von Jean Darcel eine Anti-Age-Handcreme drin. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das ist eine Marke, die wir öfters auch mal in Apothekenboxen haben. Also ich glaube, das ist auch eine Marke, die man in der Apotheke halt bekommt, ne? Das ist etwas verrückt, etwas cool. Multibalance Anti-Age, ja. Mag ich gerne, werde ich auf jeden Fall dann auch verwenden. Ich weiß nicht, eine Färbung hat die jetzt aber nicht mit dabei, ne? Gucken wir mal. Oh, sehr reichhaltig. Aber das ist halt die Sache, ne? Hört sich blöd an, aber je reifer eine Haut wird, desto reichhaltiger braucht sie eine Pflege. Das kann ich auf jeden Fall nachempfinden, unterschreiben, wie auch immer man das sagen mag. Damals hat noch so eine ganz leichte Gelcreme ausgereicht bei mir von BB oder was auch immer ich da immer verwendet habe. Mittlerweile brauche ich da etwas mehr Liebe in meinem Gesicht. Oh ja, guck mal, die ist wirklich sehr reichhaltig. Muss ja an allem riechen, ne? Ach, das riecht einfach nach Creme. Also du hast hier keine enorm krass übermäßigen Parfümstoffe drin, was auch gut ist, weil sobald du halt zu viel Parfümstoffe oder zu viel Alkohol drin hast in Produkten, trocknet das die Haut schon wieder aus und dann wäre das natürlich kontraproduktiv. Das wollen wir ja nicht. Ja gut, ich kann jetzt keinen Rechts- und Linksvergleich zeigen, weil hier habe ich ja eben schon eine andere Creme drauf gemacht. Trotzdem. Hier habe ich jetzt die Creme drauf gemacht und hier nicht. Ne? Fühlt sich auf jeden Fall angenehm an. Ich finde auch nicht, dass es jetzt so super fettig sich anfühlt, ne? Weil gerade bei Handcremes finde ich das immer wichtig, dass ich jetzt schon direkt so am Handy tippen könnte, theoretisch. Oder dass ich jemandem die Hand geben könnte, ohne dass der Mensch mir dann wegflutscht. Das wäre nämlich ziemlich peinlich. Finde ich geil. Also die mag ich gerne leiden. Das ist auch eine schöne Größe für die Handtasche. Kommen wir wieder mal zurück zu unserem Freund Barbour. Da haben wir nämlich noch das ein oder andere Produkt von drin. Ich liebe Ampullen. Precious Collection ist hier drin. Einmal Extra Energy, Intense Volume und Direct Lifting. Ja, drei Ampullen. Ich finde Ampullen einfach geil, wenn du das über einen längeren Zeitraum, ich sag mal so eine Woche, jeden Tag, anstatt von einem Gesichtsserum oder so, ne, dir eine Ampulle drauf gibst. Glaubt mir, Leute, eure Haut wird es euch wirklich danken. Ich habe das eine Zeit lang jetzt gemacht, gerade. Sarah Isabel schreibt mir, ich komme nämlich morgen zu ihr. Sie klärt noch das ein oder andere mit mir hier gerade. Auf jeden Fall, mach das einfach mal. Jeden Tag einfach eine Ampulle. Da kannst du entweder immer die gleiche nehmen oder halt wirklich unterschiedliche Ampullen, je nachdem, was die Haut an dem Tag halt gerade braucht. Und ich finde es richtig geil. Kann man übrigens auch 1A verschenken, wenn man möchte, ne? Weil das ist immer so ein schönes Dreier-Set, so ein Geschenkset. Ich gönne mir das dann einfach mal selber. Und oh mein Gott, wie hochwertig sieht das denn bitte aus? Also ich kenne ja die Barbour-Ampullen, ne? Die sind ja eigentlich so glasmäßig durchsichtig. Und das hier scheint jetzt nochmal so ein bisschen, higher zu sein, um das mal so zu sagen. Wow, das ist ja richtig edel. Rose Gold, Gold und Platinum Lift, ja, natürlich. Gönnt euch hart, Leute, ne? Also ich gönne mir das auf jeden Fall hart und das werdet ihr definitiv im Aufgebraucht-Video von den Produkten aus Juni sehen. Mega, okay. Dann habe ich hier noch was von Jean Darcel und zwar Expert Beauté Glow, ein Serum, Instant Glow Serum. 10 Milliliter haben wir hier drin, also auch wieder ein Serum. Ja, von Jean Darcel hatten wir jetzt eben die Handcreme. Aber ja, also kann man natürlich auch in Kombi verwenden, ne? Dass du das eine ins Gesicht und das andere auf die Hände gibst. Ist klar. Ich hätte
ist mir gerade ein Knoten im Kopf. Okay, finde ich gut. Ne? Glow kann man auch sehr gut gebrauchen. Wichtig ist halt nur, dass du Glow dann im Gesicht hast und nicht Glitzer. Das ist etwas, was manche Serien dann halt leider auch ein bisschen falsch verstehen, glaube ich. Aber ich mag gerne Glow-Serien. Also die halt wirklich ein schönes Strahlen geben und irgendwie einen wacher und frischer aussehen lassen. Ne? Das mag ich gerne leiden. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Cremchen drin mit 15 ml. Auch hier haben wir wieder Glas als Verpackung. Biodroga Perfect Age Formula, eine rekonturierende 24-Stunden-Pflege für trockene Haut. Weißt du Bescheid, das kann ich auf jeden Fall auch sehr gut gebrauchen. Und ja, das muss dann auch ausprobiert werden. Aber wie gesagt, ich habe jetzt echt schon, also hier sind viele Cremes drin. Ne? Da kann man sich wirklich gut einmal durchtesten, welche Creme einem ja auch vor allem gut gefällt. Und das ist dann ja auch manchmal so eine Geschichte, weswegen solche Boxen auch etwas günstiger angeboten werden können als der Originalpreis. Dass man natürlich darauf hofft, wenn einem hier die Creme richtig gut gefällt aus der Box, dass man die sich in Originalgröße vielleicht in dem Shop nochmal nachbestellen könnte. Ne? Ebenfalls beim Biodroga habe ich Cleansing, sanfte Reinigungsmilch. 15 ml sind hier drin enthalten mit Aloe Vera. Ja, Gesichtsreinigung ist natürlich richtig, richtig wichtig. Also wenn dein Gesicht nicht ordentlich gereinigt ist, dann kannst du dir die teuerste und beste Pflege überhaupt drauf knallen. Das wird dir nicht helfen, weil dein Gesicht ja per se dreckig ist und dann macht das keinen Sinn. Ne? Was bringt ein schöner Lack auf einer dreckigen Bank, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Genau, toller Vergleich. Okay, aber jo, definitiv, was ist das? Feuchte Haut, reinigen, abwaschen, ja, kannst du dann wahrscheinlich einfach fürs komplette Gesicht nehmen, ne? Also auch für die Augen, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ich eine krasse Mascara oder ein krasses Augen-Make-up drauf habe, ist es für mich wichtig, dass ich halt vorab nochmal so einen weiteren Reinigungsschritt habe. Aber da kommen wir jetzt auch schon, glaube ich, zum nächsten, oder? Ich weiß gar nicht, dieses Hü-Öl, was hier drin ist, ist auch Cleansing, genau. 30 ml haben wir hier nämlich drin enthalten, beziehungsweise 50 ml von dem Hü-Öl und 30 ml von der Phytoactive Hydro Base. Das verwendet man nämlich irgendwie in Kombi, habe ich auch schon mal verwendet. Kann man dann richtig geil auf das Gesicht bringen und das reinigt die Haut halt richtig gut. Also das hier würde ich dann auch verwenden, wenn man etwas krassere Verschmutzung hat an der Haut. Das Ergebnis, die Haut erscheint porentief, rein und rosig frisch. Also diese Hydro Base ist dann wahrscheinlich eher wie so ein Toner und das Hü-Öl wie ein Abschminköl. Also ich finde es richtig interessant. Habe es wie gesagt auch schon mal verwendet gehabt, weil ich dieses Set schon mal hatte. Eine ganz milde, angenehme Reinigung, die aber wirklich gut die Haut reinigt. Ne? Deswegen sehr, 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 sehr geil, dass wir das mit drin haben und dass man sich das auch mal so ja, testmäßig anschauen kann. Wobei 50 und 30 ml ist ganz schön viel. Ne? So, und natürlich keine Pflegebox ohne eine Maske, was ich sehr gut finde. MBR, Medical Beauty Research, Hautpflege an der Grenze zur Medizin, made in Germany, Cytoline, Firming Liquid Mask, Biochange, finde ich geil, ich liebe Masken, ne? Kannst du nichts anderes zu sagen. Claudinchen und Masken, das ist einfach, das gehört zusammen wie Topf auf Deckel, Arsch auf Eimer, ihr kennt das. Einwegzeit 5 bis 10 Minuten, das geht wirklich ruckzuck, ne? Ich mache sowas ganz gerne abends, wenn ich geduscht habe. Ich dusche mal abends und dann mache ich mir das gerne nach dem Duschen direkt aufs Gesicht, wenn die Poren dann ja auch so schön geöffnet sind. Ne? Dann nehmen die Pflege halt nochmal so richtig geil auf. Oh, liebe ich. Das ist eine geile Box. Also wenn du jemand bist, der hardcore auf Pflege abfährt und gerne mal so ein bisschen ausprobiert und einfach auch gerne mal so etwas hochpreisigere Marken austesten wollte, ist diese Box gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also ist die sogar ziemlich, ziemlich gut geeignet für dich. Schau da gerne einfach mal auf der Homepage vorbei. Ich habe dir jetzt ja die Produkte gezeigt. Dann könnt ihr entscheiden, ob das was für euch wäre. Und ja, schaut gerne dort mal vorbei. Nutzt gerne meinen Code Claudi5, wenn ihr möchtet. Denkt gerne an die Verlosung. Und ja, ich bedanke mich von Herzen bei dem wundervollen Feel Beauty Team, dass ihr dort jetzt hier mit mir eine Kooperation gemacht habt, denn die Produkte sind cool, gefällt mir. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!